Oh mein Gott, war das jetzt so schwer? War das jetzt so schwer? Ich weiß es nicht so genau. Meine Fresse. Technische Probleme wie immer. Yay, wir lieben es doch alle, oder? Geiler Scheiß. Aber es sieht aus, als würde es jetzt gehen. Halleluja. Halle fucking Julia. Kommt, jetzt sollen die uns lauter kriegen. Ich rufe mal den Düsi gerade noch an. Wir hoffen, dass es geht. Hardware-Experte, was das Streaming angeht, habe ich das Gefühl. Ja, gut. Ätzend. So, ich announce das jetzt mal. Du kannst ja mal einmal kurz in den Stream reingucken, wenn du willst, ob das tontechnisch irgendwie alles hinhaut. Ob man dich hört, ob man mich hört, ob man den Stream in bla, alles halt. Ne, bitte. Ich bin in Skype reingekommen. Alles klar. Also bei mir bin ich auf jeden Fall online. Also ich glaube, also ich kann mein Bild selber sehen und machen. Jetzt halt hier. Findest du das? So, jetzt hör dir mal den Ton an und so. Man muss auch immer noch gucken, ob wie sehr die Verzögerung ist. Weil das nicht hoch für das Spiel läuft. Ist das so? Okay. Ja. Okay. Ich höre mich fast gar nicht. Okay. Aber dich hört man, ja? Also so generell. Ja, man hört mich aber ziemlich leise. Okay, also ich habe jetzt nochmal umgestellt. Ich mache jetzt nochmal ganz kurz. Sind das die Eigenschaften der Webcam? Weil ich glaube, die Webcam ist Echtzeit, aber ich habe den Ton delayed, weil die Elgato ja auch immer ein Delay gibt. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich die auch wieder delayen kann. Ja, Audio sind. Kann ich die Audioausgabe im Stream? Audio Wiedergabe gerät. What? What, 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 what? Nee, ich wollte, ich muss ja das Video delayen. Say Captain, say what? I say Captain, say what? Konnte. The Lila Livestream ist online. Bleib mein Video hochladen. Crazy shit. Aber ich kriege irgendwie die Verzögerung in der Webcam nicht rein. Wahrscheinlich muss ich die dann bei Windows delayen, glaube ich, vermute ich mal. Oh Gott, wie auch immer ich das hinkriege. Kann ich jetzt den Sound nochmal zurück delayen? Der ist gar nicht delayed, okay. Dann ist einfach jetzt das Spiel generell ein bisschen delayed. Zum nächsten Mal streamen verspreche ich euch. Nicht versprechen, aber ich verspreche euch dran zu arbeiten und das vielleicht hinzukriegen. Sagen wir es mal so. Also im Moment habt ihr das, werdet ihr das haben, dass Webcam und Audio wahrscheinlich ziemlich gut übereinander sind. Aber das Spiel wird dann, ich glaube, knapp anderthalb Sekunden hinterher hinten oder so. Mega uncool, ich weiß, aber besser als nichts erstmal, oder? Also da können wir uns, glaube ich, drauf einigen. Hi. Also Moment, schwarzes Bild kann nicht sein, denn ich sehe, dass wir kein schwarzes Bild haben. Also ich sehe einfach, dass es kein schwarzes Bild ist, sondern man sieht alles.
Das ist richtig. So, jetzt lassen die Leute erstmal kurz ankommen. Ich entschuldige mich erstmal sehr dafür, dass es so lange gedauert hat. Ich habe so viele Probleme wieder gehabt, obwohl ich den halben Tag schon daran sitze. Man mag es nicht glauben. Aber ich habe gute Neuigkeiten für alle Leute, die irgendwie noch brauchen zu streamen. Auf iOS-Geräten kommt mit iOS 9, glaube ich, eine direkte Stream-Feature, da wird es dann möglich sein, direkt zu streamen. Und für Android wird, glaube ich, gerade eine App entwickelt von Samsung, glaube ich, die auch Livestreaming ermöglicht, ohne irgendwie Geräte zu suchen oder was auch immer. Und dann ist man auch nicht mehr auf die Erlade angewiesen, sondern kann direkt vom Gerät streamen, was die Sache natürlich viel einfacher macht. Also unfassbar viel einfacher macht. Und aber im Moment haben wir es halt noch so, weil wir haben es irgendwie geschafft. Ich kann euch ja mal ganz kurz zeigen, weil es ist witzig, die Leute, die schon mal Blitzbrigade zugeschaut haben, die wissen, dass Blitzbrigade zu streamen gar nicht so einfach ist, denn Blitzbrigade unterstützt das sogenannte Airplay-Feature. Das bedeutet, dass sobald man das Spiel spielt und angeschlossen war an irgendein Gerät, zum Beispiel die Elgato Game Capture, dass das Spiel dann von dem iPad verschwindet und dann quasi auf den Laptop oder auf den Bildschirm geht, je nachdem was verbunden ist. Das heißt, man kann dann das iPad nur noch als Controller, also riesigen Controller benutzen sozusagen. Und weil das der Fall ist, zeige ich euch kurz mein Setup. Und zwar, hoffentlich klappt das jetzt. Ich muss jetzt gucken, ob das klappt. Seht ihr hier Laptop und daneben ist der Fernseher. Und auf dem Fernseher werde ich dann gleich spielen. Das wird dann hier, dann werde ich da drauf spielen, während ich dann da das iPad liegen habe und dann euch da habe und das Spiel da und ganz viel Kabel und Gummibärchen da. So. Jetzt wisst ihr mal, wie so ein Setup aussieht und warum das alles so kompliziert ist und ja. Rennbox. Also, wir spielen heute auf iOS, das heißt, ihr könnt nicht mitspielen, wenn ihr auf Android seid, vielleicht beim nächsten Mal. Und was wir heute machen wollen, und zwar haben wir eine neue Facebook-Seite für alle Blitzbrigade-Leute, die überhaupt sowieso unterwegs sind und irgendwie sich mit anderen Leuten austauschen wollen und so weiter und so fort. Die heißt Blitzbrigade Kommandozentrale. Den Link schreibe ich mal kurz rein hier, das ist facebook.com/BWG-Kommando. Und auf der Seite ist zum Beispiel jetzt gerade ein Event live. Die Seite betreue übrigens ich, falls sich mal verdübelt, wer ist denn das und so. Und auf der Seite gibt es im Moment Gamescom-Tickets zu gewinnen. Wenn ihr Bock habt, zur Gamescom zu fahren dieses Jahr und noch keine Karten habt, es sind ja auch nicht mehr allzu viele da tatsächlich, dann macht da mit. Und zwar, was ihr machen müsst, ist, ihr seht den Event hier ganz oben, Schlag den Marius Gamer, der heute leider nicht dabei sein kann, aber den müsst ihr... Deshalb bin ich Vertretung. Deswegen ist der Lisi da, die Vertretung, genau. Und was wir machen ist, ihr müsst in diesem Event mit der Rommel, das ist die AK-47 des Blitzbrigades sozusagen, mit der müsst ihr 100 Feinde erledigen. Dafür habt ihr jetzt noch 3 Tage und 7 Stunden Zeit. Wenn ihr das gemacht habt, macht ihr von der besten Liste, bei der ich gerade noch... in der ich gerade noch nicht vertreten bin, weil ich noch nicht gespielt habe, macht ihr einen Screenshot und postet den auf der Seite unter dem dazugehörigen Post und alle Leute, die 100 Kills geschafft haben in der Zeit, nehmen an der Verlosung zu den Tickets teil. Ihr könnt 2 Tickets gewinnen, insgesamt wird es 5 Gewinner geben und ihr seht, im Event an sich gibt es auch noch mal was zu gewinnen. 5000 Coins und 5 und 10 Profilpunkte und Diamanten, wenn ihr ganz oben mit dabei seid. So. Übrigens, der GameSound ist anscheinend immer noch zu laut, wurde mir gerade gesagt. Bitte was? Der GameSound wäre noch zu laut. Der GameSound ist immer noch zu laut, okay. Ich hoffe, ihr habt mich trotzdem verstanden. Was Sound ist das schon wieder geblieben? Dachte ich, denke ich. Ja, ich wollte es nur Feedback zurückgeben. Ja, nee, alles gut. Finde ich super. Ich dachte nur, dass ich das schon halbwegs eingestellt habe. So, okay. Das habe ich gehabt, jetzt begabt jetzt gemacht. Was soll das? Also okay, Leute, die mitspielen wollen, solltet auf iOS diesem Trupp beitreten. Oh, in dem sind schon einige drin, also, wie ich sehe. So ein Zufall heißt der YouTube-Düse wir essen. Ganz zufällig, ja. Also wer hier rein will, kann hier reinkommen und dann
mitspielen. Wir werden nämlich dann einem Spiel beitreten, ne, dem Event zufolge beitreten, und dann könnt ihr einfach hinterher joinen. Natürlich nur so lange, bis der Server voll ist. So, okay, jetzt wollen wir dem erstmal beitreten, dem ganzen. So. So, und jetzt gehe ich. Oh, ist echt schon ein paar drin. Ja, jetzt gehe ich mal aufs Spielen und ihr könnt mir dann, sobald ich im Spiel bin, wahrscheinlich nachjoinen. Juicy, du musst ganz schnell sein, weil du musst ja auf jeden Fall dabei sein. Ich versuch's ja. Okay, also nochmal für die Leute, die es noch nicht gecheckt haben. Es gibt ein Event. Die Seite habe ich schon mal gepostet, die poste ich gleich nochmal. Auf der könnt ihr Gamescom-Tickets gewinnen. Was ihr dazu genau machen müsst, steht dann auf der Seite, und zwar auf dem obersten Posting. Wir machen gerade den Event mit und wir werden jetzt einfach mal zocken. Ich will hier zufällig, mir ist es egal, aber der Server ist voll. Das ist natürlich super mit Nachjoinen dann. Wir müssen natürlich den Soldaten spielen, weil wir wollen ja mit der Rommel Kills machen. So, jetzt, stimmt, ja. Ne, also müssen wir Soldat spielen, hilft ja alles nichts. So, ich bin. So, schnell nachtreten, schnell nachschauen. Solange noch Platz ist. Ja. Das Spiel ist nicht mehr verfügbar. Nice. Da muss ich erstmal ohne dich zocken. Aber du kannst ja in der Zeit ein bisschen was von dir erzählen, wenn du willst. Oder mir Fragen aus dem Chat vorlesen, die ich versuche zu beantworten. Ich probiere nochmal kurz nachzujoinen, warte. Ja, mach mal. Swap. Nicht mehr verfügbar, läuft. Okay. Ich soll die Frage, ob wir auch noch MC5 streamen. Nee, tut mir leid, heute ist nur Blitzblügelk dran. Ich werde jetzt wieder versuchen, wie ihr seht, ich hab's mal wieder hinbekommen zu streamen, unfassbar, unglaublich. Lass die Korken knallen. Aber ich werde versuchen, das jetzt wieder häufiger zu machen. Und häufiger heißt hoffentlich, wenn ich es hinkriege, wöchentlich. Und vielleicht ist dann nächste Woche mal oder kommt mit 5 dran. Da war doch gerade ein Gegner, oder? Und es wurde gefragt, ob wir heute noch einen Giveaway machen von Coins, also Diamanten in. Ja, also das habe ich ja schon angekündigt auf Facebook, das ist definitiv machbar. Das werde ich dann zwischendurch im Stream einfach mal machen. Ihr könnt euch schon mal darauf vorbereiten, ihr müsst, wenn ihr gewinnen wollt. Ich werde abgeschossen, von wo? Von ihm. Was ihr machen müsst. Boah, 2 Gegner. 2, 3. Aus! Wo ist der? Ah, fuck, ich bin gestorben. Haben ja auch schlecht angestellt. Ich bin aber auch ein Noob, muss man dazu sagen. Ihr könnt euch mal darauf einstellen, wenn ihr Diamanten gewinnen wollt. Ihr braucht ein. Ihr müsst dazu mir dann sagen später, ob ihr Android oder iOS seid. Und dann brauche ich euren Facebook-Account, der mit dem Spiel verbunden ist, oder euren Gameloft Live-Namen. Da könnt ihr euch schon mal darauf einstellen, dass ihr die Informationen parat habt. Das Gewinnspiel wird insofern ablaufen, dass ich dann einfach während des Streams gleich irgendwann euch sage, ihr sollt ein bestimmtes Wort in den Chat schreiben. Dann lasse ich danach nach dem Wort lasse ich dann den Chat filtern und dann entscheidet Twitch quasi, wer gewinnt. Dann sehe ich hier gerade noch eine Frage, wie wird man Veteran auf MC5? Und zwar wird man Veteran, das müsstest du eigentlich auch wissen, Tüsi, aber ich beantworte es trotzdem mal, weil ich bin ja der offizielle Gameloft-Mitarbeiter. Genau, deshalb stimmt es. Möchtest du. Oh, ich bin wieder im Spiel. Okay, geht gleich in die nächste Runde los. Was bin ich diesmal? Bin ich rot? Nee, ich spawn direkt im roten Bereich, geil. Modern Combat 5 Veteran. Veteran, in Modern Combat 5 wurde man nur, indem man das Spiel gekauft hat, bevor es kostenlos wurde. Ja, und seitdem das Spiel kostenlos geworden ist, sind alle Käufer zum Veteran geworden. Das ist richtig. Dann angeblich laggt der Stream, aber finde ich jetzt persönlich jetzt gar nicht so. Also das kann tatsächlich nicht sein, also das kann zumindest nicht an meiner Leitung liegen. An meiner Leitung kann es nicht liegen, es könnte höchstens an meinem PC liegen, weil, woran ich gerade angeschlossen bin, per Kabel ist eine Standleitung, also eine Glasfaserleitung, also das sollte irgendwie ein Stückproblem sein, wa? Dann sehe ich noch, wie lange streamt ihr, also wie lange streamen wir? Ach, Gott. So bis 7:45 oder so in die Richtung. Ich kann die immer nicht nachschauen, so ein Scheiß. Ich starte mal das iPad neu. Hilft dir anscheinend Wunder. Double Kill. Reboot. Gut, dann gibt's hier noch. Was gibt's hier noch so?
Hier wird rumgesniped, ich glaub's ja nicht. Der Snipe ist in Blitzbrigade eigentlich ganz geil. Auch wenn das Spiel eigentlich Bock einfach ist. Aber es ist doch gut, wenn das Spiel Bock einfach ist, dann ist die Einstiegshürde nicht so hoch. Ja, aber irgendwo fehlt auch die Challenge. Und es ist, eindeutig pay to win, dementsprechend. Ja. Wieso ist dann irgendwie eine Rommel leer? Ah! Wurde gefeuert. Zu viel Munition verballert. Und irgendwie schon, ne? Also bei mir hast du noch 35 Schuss, aber im Stream, aber. Ja. Google Plus geht leider nicht. Also zumindest wüsste ich nicht, wie. Ich kann selber nur mit Facebook und mit Game Loft Live was anfangen. Ich habe doch nicht 130 Schuss verballert vorhin. Insgesamt gibt es eine Frage, die alle interessiert, ob ihr an Cross-Plattform arbeitet. Ah. Beziehungsweise wie es dann in Zukunft aussehen wird. Ob wir an Cross-Plattform arbeiten, habe ich ehrlich gesagt nichts von gehört bisher, muss ich zu eurer wahrscheinlichen Enttäuschung sagen. Weil man sieht ja auch, dass ein Shadowgun Dead Zone oder sowas das einwandfrei möglich ist. Und dass ungefähr nach Custom Matches in MC5 eine der meistgefragtesten Sachen sind. Okay, also kann ich mir vorstellen. Also Custom Matches habe ich schon tausendmal an unsere Entwickler weitergegeben, dass das gewünscht ist. Weil ich mir das selber auch persönlich wünsche. Aber da wird auf jeden Fall wahrscheinlich ja eher dran gearbeitet als an Cross-Plattform. Ich sehe gerade eine Frage, wie viele Diamanten könnte man denn später gewinnen? Das hängt davon ab, wie ich lustig bin. Also immer schön brav sein, dann kriegt ihr viel. Genau, Wenn du brav seid und schön mitmacht und schöne Fragen stellt im Chat, dann lasse ich mich vielleicht hinreißen und keine Ahnung, vergebe, weiß ich nicht, 500 Diamanten oder so. Wenn irgendwie keiner mitmacht, dann wären es halt irgendwie nur 100 oder so. Ich kann dir echt nicht beitreten. Das ist nicht mehr verfügbar, ich spiele es einfach selber. Sollte es meine Waffe nicht werden? Ah. Biografie. Top Secret, alles klar. Sieht Dizzy meine Comments auch, fragt Explore DG. Wahrscheinlich schon. Okay, das wird auch irgendwann nachher so laufen, dass ich dann die Gewinner bekannt gebe. Und den schreibe ich dann bei Twitch an, der muss mir dann bei Twitch antworten, logischerweise dann auch wegen seinen Kontaktdaten, also wegen seinem Gameloft Live oder Facebook-Account. Also ich spiele nicht, Florian spielt. Ja. Also den ihr im Livestream seht, oben links bin ich. Ach, von hinten erwischt die Sau. Und wann kommen die Update-Waffen in MC5? Da habe ich eigentlich schon mittlerweile ein Video zu gemacht. Ja. Aber ich sag's gerne nochmal. Und zwar, die kommen wöchentlich. Zum Beispiel gestern wurde die DBS, also die Shotgun von der Heavy-Klasse, freigeschalten. Und davor die Woche kam ja die PR39. Und ja, also so habt ihr jede Woche was Neues zum Freispielen, zum Freisuchten. Und automatisch jede Woche kommt dann auch ein Event, wo ihr die Waffe dann im Pro gewinnen könnt, wenn ihr das Ding richtig durchrockt. Genau. So, jetzt gehe ich mal raus aus dem Spiel. Vielleicht kann ich die ja hinterher joinen. Das wäre ja auch mal was. Jetzt habe ich schon 5 Kills. Ne, ich habe die 5 Kills schon überschritten, aber ich habe schon 11 Kills. Aber ich kann dir so nicht hinterher drücken. Ne, kann ich glaube ich nicht. Ich kann dich einladen, aber du bist ja kein Freund. Ich bin gerade nicht im Spiel drin. Achso, dann spiel einfach weiter. Was soll das ja? Ihr könnt mir wie gesagt hinterher joinen. Ich starte gerade, ich nehme einfach mal Fahne erobern. Da geht's am meisten ab. Ich weiß nicht, ich bin jetzt in irgendein Spiel reingegangen. Malta-Hafen bin ich auf jeden Fall unterwegs. Ja, Beast Quiet, da gibt's leider einiges. Oh, der Server ist leer. Nee, ist er doch nicht. Das ist nicht legal, dieses Verfahren, und wird auch von Gameloft mit Banning Feeds verfolgt. Ja, also wir werden dagegen da auf jeden Fall gegen vor. Und im Moment ist es schon so, dass einige Accounts zurückgesetzt werden.
Und das werden wir auf jeden Fall mit den Accounts machen, bei denen wir sicher sind, dass die durch Glitches, Hacks, Programme, was auch immer, sich Sachen freigeschalten haben. Ach, hier ist ein Assassin, ich habe ihn ganz genau gesehen. Ja, hinter mir ist er wahrscheinlich. Okay, jetzt spiele ich Fahrer über Kathedrale. Oh, Hilfe, ich bin irgendwie in die Base reingerannt. Ja, die Spawns sind sehr berechenbar, nennen wir es mal so. Weil vorne hat MC5 nicht gekauft und ist trotzdem Veteran. Ja, das ist eine spannende Sache. Also das habe ich auch schon mitbekommen, dass das passiert. Dass quasi Leute zurückgesetzt werden und dann irgendwie Veteran werden. Ach, schon mal schön auf die Physik zu schießen hier. Toll, jetzt haben die gewonnen. Das ist natürlich auch ein Fehler. Ja, aber die Frage ist, ob das wirklich mit einem Veteranentzug bewertet wird, oder? Also wenn es gehackt ist, ja klar, logisch. Aber sonst, das... Das ist halt die Frage, wenn es ein Fehler unsererseits ist, kann es auch sein, dass einfach nur, wenn du vorher nicht Veteran warst und dann danach Veteran bist, dass das Veteran einfach wieder weggenommen wird. Das kann natürlich sein. Aber also ich kann jetzt spielen, also falls du danach, irgendwie nach dem Spiel mal schaust, ob du bei mir reinkommst. Ja, das Problem ist ja, ich spiele den Event und mit dem Event schickt er mich automatisch rein in ein Spiel. Das heißt, ich kann gar nicht gucken, ob ich dir hinterher joinen kann oder so. Ach so. Deswegen müsstest du mir quasi hinterher joinen, weil ich den Event spiele. Ach, das muss man extra machen. Mhm, ja, du musst in den Eventbereich reingehen und dann den Event anklicken, oder das Event besser gesagt anklicken und dann spielen oder beitreten und dann wirst du quasi in ein Spiel reingeworfen. Mehr oder weniger. Sag mal, bin ich jetzt blöd gerade? Gibt's ja gar nicht. Also, die Frage bezieht sich ja eigentlich schon nach meiner langen Dauer, bis ich es mal geschafft habe zu streamen heute, aber. Ich bin so Experte in dem Game, ich weiß nicht mehr, wie man Events spielt. Düsi, der Pro. Aber dafür habt ihr ja Marius Gamer. Genau, der Marius Gamer ist auf der Schirmherr des Events. Der, wie gesagt, heute aber leider nicht kann. Jetzt rape ich so schön hier rum und es bringt mir gar nichts. Nee, weil dich keiner sieht, ne? Bist du mit Schuh noch irgendwie zum Laufen kriegen? Was, mit Schuhen? Mit Schuh, ja, das ist eine Jailbreak iOS. Ach, Schuh meinst du? Ja, die App. Genau. Aber irgendwie funktioniert das bei mir noch nicht so ganz. So, Double Kill. Wo sind die Gegners? Etc. Gegners. Ja, aber so viel Delay habe ich gar nicht von meinem iPad auf dem Fernseher. Das ist. What the fuck? Das sind ganz wenige Millisekunden, das ist echt gut. Ja, also vielleicht ist es mittlerweile besser, aber früher war das echt drastisch. Also ja, ich weiß, ich habe das ja von einem, weiß nicht, wann ich das letzte Mal gemacht habe, vor ein paar, weiß ich nicht, Monaten war das sogar, glaube ich, oder Wochen, ja, Monate. Ja, wir haben letztes Mal zusammen am 27.03. gestreamt. Ja, das war bei 1,5. Ich meine, Beats per Game, wenn ich das letzte Mal gestreamt habe, weiß ich gar nicht so genau. Und da war das Delay, glaube ich, noch größer. Von Fernseher auf iPad, ne, umgekehrt von iPad auf Fernseher. Sieht aus, als würde ich im Gegner stehen. Steht doch auch einer, oder? Eigentlich gerade einer. Alter, Verwalter, wie ich gerade abgehe. Boots, Junge! Triple Kill, glaube ich. Das Spiel ist so einfach, das ist so witzig. Ja, was? Das ist ja auch der Wind, der Witz daran. Es ist halt kein ernster Shooter, so wie Modern Combat, sondern es ist halt ein bisschen funny und bunt und ja, Team Fortress halt auf iOS. Genau. Psch, keine Konkurrentennamen sagen, Mensch, die sich. Nein, ich sage nur die Alternativen auf PC. Ja, ja. Ich mach grad Spawn Rape. Ja, das ist ja so supi von dir, die armen Noobs, die von dir gekillt werden die ganze Zeit. Die werden jetzt übelst zerstört. What the fuck? Du hast gerade gefragt, ob du mitbekommen hast, dass die Abos in den letzten Tagen krass gestiegen sind. Bei mir? Ja. Ja, habe ich mitbekommen, aber sie können gerne noch mehr wachsen. Was? 23.1 habe ich gerade. Von einem Assassinen getötet. Die Sau. Flo macht Kills, was ist denn da los? Alles klar.
Ah, Julie ist da, geil. Geil. Hallo Julie. 15 Ja, Zuschauer. Gar nicht so wenige Kills sogar tatsächlich ging. Ja, aber das sagt ja alles schon über den Schwierigkeitsgrad des Games aus. Du hast ja auch fast jede Runde gewonnen, die ich gespielt habe, glaube ich. Double Kill. So, jetzt esse ich erstmal ein Gummibärchen. Gönn dir. Und mit dem silbernen Play-Button von YouTube, das dauert noch eine Weile. Dazu müssen wir erst bei den 10k knacken. Ich mag Malterhafen eigentlich gar nicht so gerne. Ich mag Kathedrale übelst, da kann man voll zerstören. Weil hier Malterhafen irgendwie die Dings so verwinkelt ist. Boah, ich hätte das Auto überfahren! Oh, verdammt. Ach, da oben war einer, hab ich gesehen. Na, komm raus. So, 27-2. Ich denke mal, das kann man lassen. Noob. 28-2. Noob. Ja, ich komm gleich und zerstör dich. Das wäre witzig. Das wäre in der Tat. Da ist er. Los, Giuseppe! Tschüss, Giuseppe. Komm. Perfekt. Zerstört. Auch zerstört. Aber ja, woran erkennt man, dass ein Spiel einfach ist? Oder zumindest ein Shooter einfach ist, dass Flo Kills macht? Nee, aber ernsthaft? Wenn ihr gegen mich Counter-Strike zocken würdet, würdet ihr wahrscheinlich ziemlich alt aussehen. Aber auf den iPads dieser Welt und den iPhones dieser Welt fühle ich mich halt nur so halb wohl, was Shooter angeht. Habt ihr dann so richtige Squad-Battles und sowas auch in Counter-Strike, oder? Ja, klar. Früher ohne Ende gemacht, ja. Früher sogar in der ESL gespielt, falls ihr das was sagt. Ja, ja. In der ERS sogar, in der Amateur-Series sogar. Nice. Und abgeräumt. Ja, damals zu 1.6 Zeiten noch, ja. Als ich noch Abiturient war und noch Zeit hatte zu zocken. Jetzt als arbeitender Mensch ist ja nicht mehr ganz so einfach, Zeit zu finden zum Zocken. Sag mal, die Map geht mir auf den Keks, weil hier irgendwie die ganze Zeit kein Gegner sind. Ich gehe raus aus der Lobby hier. Join mir einfach nach und werde zerstört. Komme ich denn jetzt hier raus? Bin ich dumm? Also, wie gesagt, die Frage erübrigt sich eigentlich schon, aber... Hä? The fuck? Ist das der echte Gott auf LP? Ja, davon gehe ich aus. Und ja, klar, dürft ihr Fragen stellen. Dafür ist der Chat da. Ja, ganz genau. Und wie bin ich gerade zu dumm? Wie gehe ich denn aus dem Spiel raus, Düsi? Über Pause und Menü, dann ja, Menü. Okay, alles klar. Oder Hauptmenü, wie so heißt das. Mann, ey. Haben wir vor, Modern Combat 6 zu machen? Es gibt ja schon ganz, ganz viele irgendwie Gerüchte, dass Modern Combat 6 schon gemacht wurde und dass es wieder von Game of Montreal und so weiter ist. Was ich ganz witzig finde, weil die Leute, die das behaupten, dann anscheinend besser informiert sind als ich. Und ja, ich arbeite ja bei Gameloft und bekomme dann doch schon so einige Sachen mit und ich habe von Modern Combat 6 im Moment noch nichts gehört. Also im Moment noch ganz stark daran, Modern Combat 5 zu pushen. Aber ich kann, stirb. Ich kann keine besondere Karte angeben, doch. Fahne oben. Eigentlich wollte ich auch mal die neue Karte spielen. Komm einfach zu mir. UFO-Absturzstelle, ne? Für die Neuen. Du magst nicht zu mir kommen. Ne. Wie geht es euch? Uns geht's supi. Ja, auf jeden Fall. Ich hab Gummibärchen und bald Wochenende. Und ich hab Cola. Und du hast Cola. Tussi BS. Oh, das ist aber gemein. Ja, das finde ich jetzt auch gemein. Cyberbobbing. Was ist der Flo denn mit Tussi BS? Hey. King Julie, pass auf. Also ich kann es nochmal sagen, wenn ihr Gamescom-Tickets gewinnen wollt, dann checkt mal diese Seite aus. Da gibt's welche zu gewinnen. Habt wie heißt denn? Entschuldigung. Zufälligerweise was damit zu tun, was ich hier gerade tue, deswegen checkt das mal aus. Bock genug Typ zu werden, nein, habe ich nicht, King Julie. Das ist gemein. Und mein Clan-Leader heißt XP Accurate. Das ist mein Teammitglied, ist er? Okay, alles klar. Ich bin Noob, aber das ist ja nichts Neues. Hab ich übrigens ein Video, wie ihr auf meinem, wie ihr in meinen Trupp kommt in Modern Combat. Wenn ihr gut genug seid, vermute ich mal. Oder? Ja. Also es wird ja nicht jeder beitreten können. Es ist so, dass es da einen Trick gibt auf Android und MC5, um den FPS-Log zu entfernen. Leider geht das seit dem neuen Update nicht mehr. Wurde das extra entfernt? Ja, natürlich wurde das extra entfernt. Natürlich wurde das extra entfernt.
Wann macht ihr den nächsten Stream? Der macht Spaß. Ja, je nachdem, wie die Zeit klappt. Genau, wie gesagt, also ich habe jetzt eigentlich vor, hatte eigentlich schon immer vor, das irgendwie wöchentlich zu machen, aber das Problem ist, dass ich einfach irgendwie auch ein bisschen was anderes zu tun habe und deswegen das nicht immer schaffe. Aber ich versuche trotzdem zu versuchen. Also, bin ich dumm. So. Die letzten paar Male, also die letzten paar Wochen, Monate, oder nochmal Monate, war das eher zweiwöchentlich, was ja auch schon mal besser ist als gar nicht. Aber wie gesagt, ich versuche es jetzt irgendwie mal wöchentlich einzurichten, je nachdem, wie ich es schaffe. Dann kommt Asphalt Nitro raus. Das ist doch schon raus, das war, ist nämlich für Handys, also außerhalb von Smartphones, richtig? Genau. Das ist für Android-Geräte, die aber quasi, wie soll man das sagen, die quasi nicht über Google Play laufen. Wenn man das so sagen kann. Wo muss ich denn die Pranne abgeben? Hier, oder? Muss ich die nicht hier abgeben oder muss ich die unten abgeben? Ah! Hä? Ich wiederhole mich, bin ich dumm? Oh, hi Gegner. Lukas! Short. Hallo Lukas, tschüss Lukas. Düsi hat doch gesagt, MT6 wird ein Pay-to-Win. Naja, MT6, interessant. Ist der dumm? Aber nur mal eine Frage an dich, derjenige, der spielt Instant Flow. Flow, glaube ich. Also, wieso gibt es solche Sets in MT5, mit denen man alle Fähigkeiten kaufen kann? Wurde von einem Level 18er mit der PR39 gekillt. Ich glaube, er spielt auf die Credit-Sets an, also ja, die Promo-Sets, genau. Ja, wo man nicht alles sich gönnen kann. Ja, weil es ja dann doch mehr Pay-to-Win wird, als es Das ist ja falsch. Ihr müsst ja immer bedenken, wie die Definition von Pay-to-Win ist. Pay-to-Win ist, ihr kommt per Geld an Sachen, die es sonst nicht zu erreichen gibt. Das, was in Mortal Kombat 5 gemacht wird, ist, oh fuck, Pay-to-Accelerate heißt das im Fachjargon. Das heißt, man bezahlt dafür etwas, um etwas schneller zu bekommen. Wenn du aber was bekommst, was du sonst nicht bekommen würdest oder bekommen könntest, das wäre Pay-to-Win. Wäre das auch jetzt wurden wir aufgeklärt. Genau. Also Pay to Accelerate. Genau, und dann gibt es noch Pay to. Ach Gott, wie heißt das andere? Pay to. Los. Irgendwas anderes noch? Pay to Own. Pay to Convenient oder sowas heißt das. Das ist dann nur für optische Sachen quasi. Also, ne? Also Ads entfernen und so ein Scheiß. Na, so Kanus zum Beispiel, die Kanus oder die Masken. Obwohl, die Masken haben ja einen Sinn, aber die Kanus zum Beispiel sind ein Pay to Convenient. Okay. Ne? Alles klar. Oder diese Schlüsselanhänger, von denen immer die meisten Leute noch nicht wissen, warum es die gibt. Das ist halt auch einfach nur, damit eure Waffen schöner aussehen. Also ich hätte lieber eine gepatchte Heavy-Klasse gehabt, aber naja. Ja gut, da bist du wahrscheinlich nicht der Einzige. Renn doch mal. Oh, Schmus, Junge. Oh, ich wollte dir übrigens nachjoinen, hat wieder nicht geklappt. Hat nicht geklappt? Nee. Das ist wahrscheinlich, weil du Event spielst. Und da kann man anscheinend nicht nachjoinen. Kann ich vielleicht mal gegen andere Leute den Event spielen? Nee, wahrscheinlich nicht. Ich habe auch die Map ausgewählt, aber hat nicht geklappt. Hat nicht geklappt? Nicht geklappt, nee. Ist ja gemein. Dann kannst du ja weiter irgendwie nebenbei Fragen vorlesen oder zocken oder was auch immer. Was dir so beliebt, lieber Düsi? Fakt. Beantworten sich schon selber Fragen. Ist nice. Bin weg, Schnitzel ist fertig. Okay, viel Spaß beim Essen. Jo. Also kommt Asphalt Nitro nicht in den App Store. Ja, das hast du richtig erkannt. Genau. Es kommt aber, denke ich mal, irgendwann demnächst ein anderes Asphalt für iOS und Google. Ja gut, aber also noch ist ja Asphalt 8 relevant und wird auch mit Updates versorgt. Also solange das der Fall ist. Was? Der ist noch nicht tot? What? Also es Pay to Win. Diese dumme Elite-Pakete. Nicht unbedingt, ne. Nee, das ist so ein bisschen vielleicht. Aber naja, nicht unbedingt. Weil die sind auf jeden Fall nach per Definition kein Pay-to-Win, weil alle Sachen quasi, also man kann ja die Elite-Pakete auch irgendwie als normaler Nutzer gewinnen mit ein bisschen Glück. Mit sehr viel Glück, sagen wir es mal so. Ach, jetzt habe ich gar keine Munition mehr. Nur noch das Messer. Okay. Und Pay-to-rasieren, Entschuldigung. Pay-to-rasieren. Genau.
aber habe heute eine Maske bekommen wegen diesen Marken. 70. Deswegen nochmal danke an Gameloft, habe die Pilotenmaske bekommen. Ach, das ist doch super. Auch wenn ich nie Cash in MC5 investiert habe. Ja, das finde ich jetzt auch richtig nice, dass ihr diese Medaillen eingefügt habt, die man beim täglichen Anmelden bekommt. Die Tokens quasi. Die Tokens, ja. Medaillen heißen die auf Deutsch, glaube ich. Okay. Das Einzige, was ich jetzt noch daran vielleicht verbessern würde, ist, dass wenn du dich länger nacheinander anmeldest, dass du doch einen kleinen Vorteil hast. Ja, ist das aber so. Kriegst du doch. Ich habe eigentlich immer 10 bekommen jeden Tag. Ach so, das meinst du insgesamt? Nee, okay. Nee, das nicht. Nee, stimmt. Aber du kriegst ja, ne, wenn du dich den 30. Tag hintereinander anmeldest, kriegst du, glaube ich, diese Vulkan-Karma. Nee, das ist der 14. schon. Der 14. sogar schon. Und dann gibt es später Elite-Packs und so. Also da gibt es schon einige. Ach so, das geht weiter noch. Oh, ja, okay. Klar. Das ist ja nice. Okay, das heißt, jeden Tag MC5 suchten Jungs. Warum kamen keine Custom-Matches in MC5, obwohl die ganze Community dafür war? Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe das auch, wie gesagt, schon häufig weitergegeben an die Devs, an die Entwickler, aber... Da war ein Messerkill im Stream. Ja, da war ein Messerkill im Stream. Richtig krass. So, dann... Ach so, FPS-Log. Das war Frame. Ja. Also Frames vom Spiel. Genau, die 60 FPS. Also das Spiel ist auf 30 FPS begrenzt. Aber es gab ein... Also das heißt, das ist auch nicht ganz korrekt, was ich erzähle. Es war ist nur für Android, glaube ich, auf 30 FPS begrenzt und auf schlechte iOS-Geräte. Aber für neuere iOS-Geräte ist 60 FPS drin und für Android generell nicht. Und das ist halt einfach nur wieder den einzigen Grund, dass es halt einfach viel zu viele Android-Geräte gibt. Gute, auch natürlich viele gute Android-Geräte, aber für die alle zu optimieren, würde wieder sehr viel Zeit in Angriff nehmen. Und deswegen lassen wir es lieber auf 30 FPS generell laufen. Ja, aber anscheinend gab es ein Programm, das den Lock aufgehoben hat, sodass die guten Geräte auf 60 spielen konnten, ohne dass ihr was machen müsstet. Und das wurde anscheinend rausgepatcht. Ja, das ehrlich gesagt weiß ich dann auch nicht, warum das getan wurde. Also warum das rausgepatcht wurde, weil vielleicht, ich weiß nicht, aber vielleicht hat es einen Vorteil gegeben. Ich kann es mir nicht vorstellen, weil 30 FPS prinzipiell, jetzt kommen ja die ganzen PC, die PC Master Race Menschen, die dann sagen, 30 FPS Konsolen-Scrubs und so, aber ich finde 30 FPS reicht zum Zocken aus, zum kompetitiven Zocken. Wenn man es natürlich schön haben will, ist 60 FPS natürlich wesentlich besser, keine Frage. Aber prinzipiell reicht's aus, um angenehm zu zocken, sagen wir mal so. Also ich zum Beispiel nehme meine Videos, die ich hochlade, mit meinem Programm, da habe ich nur 24 oder teilweise unter 20. Ja. Und es geht auch, also es ist halt nicht so geil, aber es geht auf jeden Fall. Also biologisch gesehen auf jeden Fall kann das Auge theoretisch eh nicht mehr als 22 FPS wahrnehmen. Allerdings, wenn ich mir so ein 20 FPS Ding angucke und ein 60 FPS, oder reicht ja schon 30 und 60 FPS angucke, dann sieht man schon, dass das wirklich wesentlich flüssiger läuft, auch wenn man, ne, wenn man eigentlich darüber nichts mehr wahrnehmen kann. Aber ja. Wie war denn euer Tag? Irgendwas Besonderes passiert? Nö, ganz normaler Arbeitstag bei Gameloft, bei mir zumindest. Bei dir wahrscheinlich nicht, aber... Ja, ich war Uni. So, dann habe ich jetzt hier noch Fragen. Wie nennt man das in Höllen? Ah ja, habe ich weiß den Zusammenhang nicht. Kommt von wie gewinnt man die Sachen? Also im Sinne von Pro-Waffe und sowas, Elite-Packs? Ist das auf MC5 gemünzt, ja? Ja, es sind extrem viel MC5-Zuschauer da. Ist ja komisch. Ich habe jetzt 18 Pro-Waffen, danke Gameloft, ich bin Power-Benutzer. Na dann. Perfekt. Herzlichen Glückwunsch. Ich will den Tod in der Düse. Habe mich jeden Tag schon angemeldet. Und in der Düse der Glücksfeld hat sie sich einfach gecashed mit YouTube Money. Ja, YouTube Money. Der Moneys. Kommt auch mal von Gameloft ein Spiel, ein PC-Spiel in Mobile-Version, also für. Warte mal. Kommt von Gameloft auch mal ein PC-Spiel in Mobile-Version, also für iPhone und Android? Denn die Frage ist insofern unsinnig, da wir generell Mobile Games, also ausschließlich Mobile Games herstellen und das andersherum machen. Also dass wir ab und zu mal Mobile Games für PC verfügbar machen. Also es gibt so ein paar Spiele, die wir auf PC spielen können, wie Order and Chaos oder Heroes of Order and Chaos oder Modern Combat oder Asphalt 8 oder weiß ich, Minion Rush glaube ich sogar auch.
Modern Combat Sandstorm war ja damals, nicht Sandstorm, Domination war ja, glaube ich, Konsole auch. Genau, also wir haben früher auch Konsolenspiele hergestellt, genau, und auch sogar Nintendo DS-Spiele und so ein Kram, aber mittlerweile nur noch Mobile. Und deswegen ist die Frage quasi semantisch Quatsch, weil, ja, weil wir, wie gesagt, Mobile Games herstellen. Der war doch hier gerade, der Lappen. Dann kann man den Lock weglassen, also den FPS-Lock. Ja, eher nicht. Weil ist ja schon irgendwie beabsichtigt. Ich kann dir nicht beitreten, warum. Also, das Problem habe ich auch, das ist, weil er Event spielt, und zwar das Event von Marios Gamer. Genau. Und dann kann man irgendwie nicht nachjoinen, was, finde ich, auch schade ist. Okay. Aber wenn ihr wollt, kann ich einfach so spielen, ihr könnt mir nachjoinen. Dann habt ihr wenigstens... Ne, wir machen das. Ich habe den Event jetzt gezeigt. Ich kann ja mal aus der Lobby jetzt rausgehen und ein normales Spiel machen, dass die Leute hinterher joinen können. Das macht ja dann wahrscheinlich mehr Spaß, wenn ihr mal dran teilnehmen könnt. Also, ich habe es gerade nochmal gepostet bei im Twitch-Chat. Dieser ganze Event, den wir hier machen. Oh, ich habe fast die nächste Stufe. Fast. Mir fehlen noch 5 Kills, glaube ich. Nee, was weiß ich. Egal, auf jeden Fall. Der Event, der hier stattfindet, ist Schlag den Marius Gamer. Und zwar, wenn ihr den Marius Gamer schlagt, dann seht ihr, hier bekommt ihr ganz viele Belohnungen. Wenn ihr ganz oben in den besten Listen mit dabei seid, bekommt ihr Diamanten und Gold, Coins und Profilpunkte und so ein Blödsinn alles. Und solltet ihr diese 100 geschlagen haben, diese 100 Kills von Marius Gamer, der Event geht übrigens noch bis Montag, Abend, glaube ich. Wenn ihr die geschlagen habt, dann geht ihr in die besten Liste. Macht dann davon einen Screenshot, dass ihr über 100 gekommen seid. Ja, hier sind im Moment erst 2, die über 100 gekommen sind. Macht davon einen Screenshot und postet den auf der Facebook-Seite, die ich gerade gepostet habe. Und jetzt nochmal poste, weil ich ein alter Spam-Kack bin. Und wenn ihr das getan habt, dann nehmt ihr automatisch quasi an der Verlosung für 2 Gamescom-Tickets teil für dieses Jahr. Mega. Werde ich wohl auch ein bisschen suchten und die Gamescom-Tickets mir geiern. Ja, falls die Frage kommen sollte, irgendwie, bist du auf der Gamescom? Ja, ich bin auf der Gamescom. Aber ich bin am Presse- und Expertentag da. Das heißt, ich bin nicht an den Besuchertagen da wahrscheinlich. Obwohl doch, vielleicht doch, ich bin donnerstags tagsüber noch da. Verlosung übrigens auch Tickets für Donnerstag. Also falls irgendwer mich treffen will, donnerstags Tickets gewinnen will, auf die Facebook-Seite gehen, Tickets gewinnen und sich freuen. Und das vielleicht sind alle Karten für Donnerstag, richtig? Nein. Also wir werden, glaube ich, 2 Tickets für Donnerstag raushauen, also je nachdem, wie wir es noch hinbekommen, weil wir müssen ja dann die Namen, also die Leute, deren Namen brauchen wir, müssen wir zuweisen, diese Karten. Deswegen können wir das erst in einer Woche machen. Und wir hatten vor, 2 für Donnerstag, 2 für Freitag und 6 für Sonntag zu machen. Samstag generell ist eh schon ausverkauft, also da gibt es gar keine Karten mehr. Und deswegen. Und da in allen Bundesländern, wir haben schon geschaut, in allen Bundesländern sind auf jeden Fall noch Ferien, wo die Gamescom ist. Mhm. Und deswegen ist gut. Unser Trupp hat den MC5 gerade einen Bug, und zwar können wir keinen Truppkampf mehr spielen, weil uns der Gegner von gestern nachts noch angezeigt werden. Okay, dann bitte. Ich würde mal sagen, Support anschreiben. Genau, Support, immer Support anschreiben, wenn irgendwie was sowas ist. Die sind da schon am schnellsten. So komisch das auch klingt. Dominanz? Nee. Was machen wir denn? Noch eine Frage. Was bringt es, die Level 6er, also Tier 6er Waffe, den LGR zu nerfen und dann noch eine überkrasse Tier 7 Waffe zu erfinden? Ja, genau. Warte, dazu kann ich direkt was sagen. Bevor jetzt irgendwie Game Notice Kacke und so. Ja, die Gamescom ist in Köln, genau. Und zwar, auf dem Papier und auch auf der Grafik, die du in deinem Video schon hattest, ist die neue Noobtube, wie man sie nennen möchte, tatsächlich stärker. Aber in echt nicht, das haben nämlich schon einige auf Facebook rausgefunden, dass die neue Waffe weniger Schaden macht tatsächlich. Und zwar, ich werde abgeschossen, ich weiß nicht von wo. Ne, ich bin vergiftet. Ah, okay. Und zwar wurde ja gesagt, dass die LGR, die macht ein Sofortkill, glaube ich, ne? Also wenn man damit richtig trifft, Sofortkill, und auch wenn man nur so halb trifft, ein Sofortkill. Aber die neue Waffe zum Beispiel, wenn man die nicht richtig trifft, braucht man damit 2 Schüsse. Ich kann schon wieder dir nicht nachjoinen. Aber ich bin ganz normales Spiel reingegangen. Ist zum Kotzen. Ich bin in einem ganz normalen Spiel.
Joint mir einfach nach. Ich kann ja die mal hinterher joinen, genau. Oder so. Dann join ich dir hinterher und dann können die anderen vielleicht hinterher joinen. Was und das ist so, Red Game Loft, könnt ihr bitte den Kitmarker Glitch beheben? Ich habe mit der Serie 4-mal die Gegner getroffen und er hat 100%. Ich sag's dir gleich, das bist du nicht der Einzige, ich krieg da ungefähr immer Anfälle. Ja. Wenn man einen Kopf reinschießt und der andere hat immer noch 100%. Ich denke, das ist auch euch schon bekannt. Ja, ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. So, jetzt, wenn ich dich jetzt anklicke, kann ich dich nur rauswerfen, dich zum Druckführer aufsteigen und das war's. Und ich bin aber im Spiel drin. Also jetzt zumindest. Ich gehe auf den Druck, dann klicke ich dich an, dann müsste doch eigentlich sowas kommen von wegen hinterher joinen, oder nicht? Ja, also ich bin jetzt gerade erst reingekommen. Probier's vielleicht nochmal. Okay. Da müsste so ein komischer Mann, der ruft, dastehen. Achso, nee, ist aber nicht. Oh, da steht er. Du, geh nochmal raus. Ah, jetzt. Okay, Spiel beitreten. Suchserver. Auch nicht. Das Spiel, deine Suchliste ist nicht mehr verfügbar. Fehlercode, bla bla. Läuft. Super, gut, dann können wir nicht zusammen zocken. Es tut mir leid, dann zocke ich den Event halt weiter. Oh, scheiße, ich hab die Fahne nicht, Horst. Und ich werde angeschossen. Machen wir neue, 2016 neue Rollenspiele, Hack and Slay und Shooter-Spiele oder kommen noch Updates über die Game? Das wäre eine dumme Frage. Also, prinzipiell ist keine dumme Frage. Es gibt keine dumme Fragen, es gibt nur dumme Antworten. Oder so. und ja, wir bringen auf jeden Fall neue Spiele raus. Also, das ist. Und zwar bringen wir jedes Jahr so um die 20 neue Spiele raus, auch wenn euch das wahrscheinlich gar nicht bewusst ist. Manchmal sogar mehr als 20, manchmal sogar eher Richtung 30. Und dabei sind natürlich dann auch neue Rollenspiele oder Hack and Slay oder Shooter natürlich, klar, auf jeden Fall. Also sieht man ja an Dungeon Hunter 5 ist ja jetzt auch genau. Wieder ein neues Hack and Slay gewesen. Mhm. Richtung Rollenspiel kommt dieses Jahr auf jeden Fall noch was richtig Geiles. Nice. Ja. Okay, perfekt. Und am nächsten Mittwoch kommt, oder Donnerstag kommt ja auch wieder ein neues Spiel raus. Ein Clash of Clans ähnliches. Genau. Das ist, jetzt die Frage, ob man das jetzt noch braucht, wenn man Clash of Clans spielt. Aber das ist ja jedem selbst überlassen. Genau, das ist jedem selbst überlassen. Der Unterschied zwischen dem Siege Rivals, das demnächst rauskommt, und Clash of Clans ist erstmal die Grafik, also Clash of Clans ist ja Comic-Optik und Siege Rivals geht eher Richtung Fantasy 3D, also schon eher realistische Grafik und so. Und der andere Unterschied ist, dass man steuerbare Helden hat tatsächlich. Also bei Clash of Clans drückt man ja immer auf die Karte und dann laufen die Einheiten irgendwo hin und machen kaputt und so. Mhm. Während man bei Siege Rivals einen Helden beschwören kann und den dann halt auch noch in der Schlacht steuern kann. Also der läuft dann nicht immer blind rum und macht irgendwas, sondern den kann man dann noch selber direkt steuern. Das klingt gut. Und dazu kann man noch so ein bisschen Richtung Dungeon Hunter. Es gibt Karten, die man sich besorgen kann sozusagen. Und die Karten helfen dann einem im Spiel zum Beispiel einen Drachen zu entfesseln oder einen Flächenbrand oder was auch immer. Das gibt's auch noch. Das sind so die größten Sachen, die sich unterscheiden. Und natürlich das ganze Setting gehört. Also das Clash of Clans ist sehr comic-lastig und das Siege Rivals ist sehr so Mittelalter und so und realistische Grafik und so weiter. Gut, es gibt nur 9999 Nachmachen von Clash of Clans und alle wollen es besser machen, was genau, schon gescheitert. Genau. Also ich, ja, genau. Okay, ich muss kurz wieder raus aus dem Spiel gehen, weil ich sehe gerade, wir haben wieder viele Fragen, viele lange Texte. Okay, dann. Die werde ich mich gleich mal ranmachen. Ich muss nur schnell einen Doppelkill raushauen. Okay, wieder rausgehen. So. Ah, genau, Güse, das musst du lesen. Ich habe die Granate 10.000 Kilometer weit weg und das wird als Selbstmord angezeigt. Weil ich werde aus 100 Kilometer gemessert. Auch der Bug, auch die Bugs, besser gesagt, sind bekannt. Es ist immer, klingt immer blöd, ja, die sind bekannt und wir arbeiten dran, aber es ist einfach so. Wir sind bekannt und wir arbeiten dran. Das Problem ist, dass Modern Combat 5 im Moment so viele Baustellen hat, dass unser Entwicklerteam gar nicht weiß, wo sie anfangen sollen. Das ist jetzt übertrieben. Natürlich wissen sie, wo sie anfangen sollen und so weiter. Und die machen auch schon einiges, aber es sind halt so viele Baustellen, dass einfach generell nicht alles auf einmal auszumerzen ist. Da wir gerade im Moment sehr viel damit zu tun haben, dass Leute sich irgendwas freiglitschen und freihacken, haben wir damit im Moment am meisten zu tun.
Ja, verständlich. Weitere Frage. Warum haben die Tier 6 Waffen Effekte und die Tier 7 Waffen beim zum Beispiel nicht? Ist mir gar nicht bewusst tatsächlich. Haben die doch, 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 das ist echt. Zum Beispiel die KOG, also die Waffe vom Assault ist, wenn du zielst, macht sie, glaube ich, mehr Schaden. Okay. Oder zum Beispiel die Shred ist, glaube ich, dass sie umso länger man schießt, umso mehr Schaden macht sie oder die Feuerrate steigt. Okay. Und lauter so kleine Sachen. Okay. Und die Tier 7 Waffen haben das Ganze jetzt zum Beispiel nicht. Wahrscheinlich, was ich mir vorstellen kann, woran es liegt, ist, dass die Tier 7 Waffen ja im Grunde einfach schon besser sind als die Tier 6 Waffen und deswegen in dem Sinne quasi ein bisschen abgeschwächt werden. Das Problem ist natürlich, dass wir noch weitere Waffentiers rausbringen. Und wir müssen natürlich das Balancing beobachten, logischerweise. Immer noch stärkere Waffen rausbringen und dann sind die Waffen irgendwann so OP, dass du jede Waffe One-Shot-Kill machen kannst quasi. Das ist ja teilweise mit Headshot eh schon der Fall. Ja, eben. Aber man will ja nicht, dass man mit einer Pistole irgendwann zum Beispiel, obwohl das wahrscheinlich auch schon meistens ist. Es gibt schon Pistolen, die machen One-Shot. Hey Flo, nach dem MC5-Update weiß, dass ich jeden Tag 10 Credits bekommen habe. Er meint wahrscheinlich die Tokens. Genau. Wenn ich mich angemeldet habe und heute habe ich sie nicht bekommen, ist das ein Bug oder wieso habe ich sie nicht bekommen? Dazu kann ich gleich was sagen, weil ich habe das Problem auch gehabt. Das Ding ist, man muss sich alle 24 Stunden anmelden, das geht nicht auf den Tag. Also ich habe zum Beispiel am Anfang, als ich mich angemeldet habe, es war um 17 Uhr oder sowas, aber sagen wir mal am letzten Mittwoch, als das Update rauskam. Und dann bin ich am Donnerstag reingegangen, am Morgen um 10 und habe sie nicht bekommen. Da musst du dann wirklich 24 Stunden später erst in das Game reingehen. Und ich denke mal, du hast dann wahrscheinlich 12 bis 24 Stunden Zeit, um deinen weiteren Tagesbonus abzuholen. Ganz genau. Also der Reset hat sich nicht um 0 Uhr, sondern zu nach dem Zeitpunkt, Stunden. Genau, nach 24 Stunden. Gut, jetzt muss ich weiterschauen. Wie lange streamst du nochmal? Bis 3:15 Ja, so eine Viertelstunde oder so noch. Ich sehe, wir haben noch gar nicht einen Diamanten-Giveaway gemacht. Das stimmt, ja. Das machen wir gleich am Ende des Streams noch. Für die ganzen tapferen Leute, die drin geblieben sind. Genau. Warum haben die T7 Waffen keine Special Effects? Haben wir vorhin gehabt, damit sie nicht noch stärker sind. Genau. Ihr habt es im Sprachchat, alles klar. Ich habe gerade im Sprachchat, glaube ich, alle gemutet, hoffe ich mal zumindest. Blitzbrigade gerade fragt mich, ob ich das Mikrofon benutzen darf, aber benutze ich es in-game? Gute Frage. Ich glaube, das ist automatisch aktiviert, wenn du dein Headset ansteckst. Mhm. Ich glaub, das war bei Nova damals auch so. Das ist nur nicht der Fall. Schieß doch! Junge, warum schießt du nicht? Das ist halt nicht der Fall, wenn du kein Mikrofon oder sowas in dein Headset angeschlossen hast, sondern einfach nur so, dann kannst du das manuell aktivieren, aber sonst. Das ist, glaube ich, automatisch aktiviert, wenn man ein Headset dran hat, ja. Bekommt man für den Fan des FPX-Logs einen Bann? Also ich könnte sein, ich würde es nicht riskieren. Also erstens, ja, ich würde es auch nicht riskieren, aber ich glaube nicht tatsächlich. Also ich will euch jetzt natürlich auch nicht dazu ermutigen, das zu machen, weil ich nicht 1:1 für unsere Entwickler sprechen kann. Aber ich glaube eher nicht, dass es einen Bann gibt, sondern dass das einfach nur irgendwie deaktiviert wird und dann ist gut. Aber darauf anlegen würde ich es an eurer Stelle trotzdem nicht. Ich bin Platz 6 im Event. Glückwunsch. Glückwunsch. Was haltet ihr von einem Voice-Chat für MC5? Ja, würde ich jetzt auch nicht schlecht finden. Finde ich prinzipiell auch nicht schlecht. Also ich persönlich habe immer das Problem, mich nerven die immer alle. Die ganzen Voice-Chats, weil ja, irgendwelche Leute rumquatschen. Das ist bei Counter-Strike genauso. Und dann sind es meistens irgendwelche Russen oder weiß ich wen. Und die sprechen halt in einer Sprache, die man nicht versteht. Und lassen Musik laufen oder irgendwas. Und das ist einfach nur nervig. Deswegen ist es in den meisten Spielen, in denen irgendwo Sprachchat ist, dann deaktiviere ich den meistens. Aber ja, also prinzipiell kann ich mir schon vorstellen, dass das irgendwie passiert, dass man das nochmal implementiert. Düsi, wieso bist du rausgegangen? Ganz einfacher Grund, damit ich eure Fragen lesen kann. schon wieder gewonnen. Wieso hast du kein Schild? Wieso, weil ich es noch nicht geskillt habe, gekauft habe, was auch immer. Ich habe eine Frage, wieso benutzt ihr Twitch und nicht Hitbox? Hitbox ist doch viel besser. Gute Frage, habe ich mich noch gar nicht mit beschäftigt. Warum benutzen wir nicht YouTube? Geht theoretisch auch. Ja, ist richtig. Ja, weiß ich nicht, weil Twitch, weiß nicht, vielleicht wechsle ich auch irgendwann nochmal, aber hier auf Twitch habe ich jetzt halt schon die 600 Subscriber, Quatsch, Subscriber-Follower. Und
Die werden ja alle per E-Mail benachrichtigt, wenn ich online gehe, und das ist ja schon mal ein Vorteil. Die habe ich dann auf YouTube nicht. Auf YouTube sind es nur 240 oder so. Deswegen. Hier. Warum sind im Blitzball gerade ein paar Schilder so OP? Ich kann manche Leute nicht kennen, weil deren Schild so OP ist. Ich denke mal, das liegt einfach daran, dass die das voll aufgeskillt haben. Ja, und dementsprechend sind die sau stark. Und nachdem es Pay to Win ist, ja. Düsi Bro, geh mal vor die Kamera. Momentan bist du ja noch anonym. Jo, das ist richtig. Ist auch Absicht. Vor 10k werde ich es nicht machen. 10k, das gehört Leute. Ja, 10k. Und nachdem, so wie es aussieht, ich dieses Jahr nicht mehr die 5k schaffe, müsst ihr euch ganz schön reinlehnen. Was hattet ihr von einem Voice Chat MC5? Ja, haben wir vorhin schon gehabt. Finden wir prinzipiell nicht schlecht. Headshot! Nice. Ich sehe gerade, der Heli flackt auf dem Kopf auf der Map. Alles klar. Wird MC6 kommen? Ne, kosten. Ja, es gibt doch keine Informationen zu MC6. Das sind momentan alles Spekulationen. Genau. Nachdem es eher ein Premium-Spiel ist, muss es nicht automatisch Freemium sein. Ja. Wie gesagt, es gibt noch keine Informationen zu 9,6. Weder. Also selbst ich weiß nicht, ob es in Produktion ist oder nicht, tatsächlich, zum Beispiel. Also ich spekuliere jetzt einfach mal, dass ihr die Serie jetzt nicht mit MC5 enden müsst. Glaube ich auch nicht. Also wie gesagt, ich kann es nicht hundertprozentig genau sagen, weil ich glaube auch nicht, dass es der letzte Teil war. Eine Hitbox ist auch nur ca. 5 Sekunden Delay, alles klar. Okay. Es geht darum, ob Twitch besser ist oder nicht. Wieso hast du kein Schild? Weil er es noch nicht geskillt hat. Can I join? Natürlich kannst du joinen. Trupp ist DüsiBS, ich schreib's nochmal rein. Ja. YouTube DüsiBS. Aber wir haben jetzt demnächst auch, also ja, kannst machen, aber. Dann gehen auch Kopfhörer für den Voice Chat im BBG. Ich denke mal, solange Mikro dran ist, sollte gehen. Nur Kopfhörer, glaube ich halt nicht, ne? Das muss halt nee, da sollte sein. Mikro schon dran sein, ja. Kann ich mal irgendwo Munitionsgürtel finden oder sowas? Keine Muni mehr. Du hast einen Munitionsgürtel, zumindest bei mir noch im Stream. Ja. Das ist das unter dem Jetpack. Ist ja praktisch. Jo. Gamelust sollte mal ein Fantasy-Spiel machen, sowas wie Anime, oder ist sowas schon im Plan? Was, sowas wie Anime? Meinst du Anime so im Generellen? Ich hab keine Ahnung, also ist Fantasy wahrscheinlich sowas wie Final Fantasy halt für. Das ist so ein japanisches Rollenspiel sozusagen. Ja, ich denke mal, darauf läuft's hinaus. Ein japanisches Rollenspiel, also was wir in die Richtung tatsächlich schon haben, ist ja Battle Odyssey. Battle Odyssey, genau. Das geht so ein bisschen in die Richtung. Sonst bisher noch nicht, nee. Aber ja, Battle Odyssey geht sehr stark in die Richtung. Kann man auschecken. Wenn wir hier nochmal Werbung für mich selber, Gamescom-Tickets gewinnen, ne? Gamescom Tickets gewinnen. So. Nee, du hast auch andere Sachen nicht wie die Vorgeschichte der Einheiten. Also da gibt's anscheinend Biografie. Wo? Was? In BBG. In BBG, genau. Ja, das wird bei dir anscheinend nicht angezeigt. Ja, gute Frage. Ich denke mal, er hat schon die neueste Version, weil er kann ja spielen. Ja. Und ihm würde es wahrscheinlich nicht gehen. Und bleibt mein Trupp immer. Ja, momentan bleibt er auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie lange ich ihn bleiben lasse. Vielleicht ändere ich ihn für den nächsten Stream wieder. Da ich ja, keine Ahnung. Da ich ja drin bin und Boss bin, also du hast mir halt die Dings gegeben, die Rechte, wird der wohl erstmal existieren, weil wird der nur aufhören zu existieren, wenn ich ihn dann lösche, oder? Und du ja, auch raus bist quasi. Davon gehe ich fast aus, ja. Kann sein, dass wir den nächsten Stream wieder einen neuen machen, wenn wieder der ganze Ding voll ist oder dass wir Leute kicken werden, aber momentan bleibt er jetzt erstmal da. Genau. Es wird eh nichts kosten, alle werden diese dummen Energieleisten haben und Gamers wird fette Kohle mit dem Pay-to-Win-System machen. Ich denke, es geht um MC6. Vielleicht. Ja. Abwarten, weiß man nicht. Eben. Was muss ich nochmal fürs Giveaway schreiben bzw. tun? Achso, ja, also genau, also das erkläre ich jetzt nochmal einmal ganz kurz, oder das machen wir in 10 Minuten. Da werde ich euch sagen, dass ihr ein Wort reinschreiben sollt in den Chat. Weiß ich, pupsen oder irgendwas, was ich gerade lustig finde. Und wer das in den Chat schreibt, wird dann von
von Twitch quasi registriert und dann wählt Twitch automatisch den Gewinner aus und der muss mir dann, Gott sei Dank, der muss mir dann, den schreibe ich dann per Twitch an, ne, Twitch-Nachrichten, es gibt auch so ein, quasi so ein Twitch-Nachrichten-Ding, so ein bisschen wie E-Mail-Verkehr und da frage ich denjenigen nach iOS oder Android und seinem Account-Namen, dazu brauche ich entweder den Gameloft Live-Namen oder den Facebook-Account, der damit verbunden ist und dann bekommt derjenige wahrscheinlich erst am Montag, weil wenn ich hier aufhöre, gehe ich in den Feierabend und ins Wochenende, kriegt er dann am Montag seine Diamanten. Dann lese ich gerade wieder, wann kommt MC6 raus. MC6 ist noch nicht bestätigt, dementsprechend dauert. Genau. Spielen die heute auch MC5? Momentan nicht geplant, weil wir den nächsten mit dem Stream aufhören. MC5 spielen wir vielleicht nächste Woche oder sowas. Ich habe keinen eigenen Trupp in MC5, das ist richtig, weil ich bin im EXP-Clan. Wie ihr in den reinkommen könnt, habe ich vorgestern hochgeladen. Da, okay. Dann haben wir noch... Kann es bei MC5 keine Energie geben, bitte? Unwahrscheinlich, nachdem ja das Spiel kostenlos gemacht worden ist. Du kannst deinen Power-Benutzer kaufen und dementsprechend hast du keine Energie für die Zeit mehr. Für die Zeit. Man kannst ja 3 Monate, glaube ich, kaufen. Dann hast du sozusagen 3 Monate Premium. Genau. Ich finde es immer noch schrecklich, dass man MC5 sich so sehr pushen kann. Ich würde es besser finden, dass man sich einen Akk kaufen muss. Gute Frage, wie das gemeint ist. Ja, verstehe ich auch nicht so ganz, wie es gemeint ist. Weil in dem Moment, wenn man sich einen Akt kaufen muss, ist es ja... Dann ist es wieder Pay-to-Win. Richtig, dann ist es Pay-to-Win. Aber dann ist es die beste Definition von Pay-to-Win, die ja genau ist. Ja, das ist... Ich sehe auch so. Also wenn man das wäre dann quasi, ne, er meinte, dass man sich einen 100 Level 120er Account kaufen kann, sozusagen. Oder? Das habe ich jetzt darunter verstanden. Ja, ich könnte man so verstehen, ja. EXP gibt es nicht auf Android, das ist richtig. Im Moment sind wir iOS-only, weil wir alle Member, die drin sind, auch nur iOS-Geräte haben zum Zocken. So, dann kommt hier Düsi, ich bin seit 200 Abonnenten mit dabei und ich finde, du bist der Beste, mach weiter so. Dankeschön. Kann ich nicht bestätigen, super Düsi. Kriegt man die Nachricht auch, wenn man den Stream auf dem Tablet schaut? Nein, du musst dann dazu einmal auf die Webseite gehen. Das kannst du natürlich in deinem Browser machen, also dein Google Chrome Browser oder bei welchem Browser du auch immer hast, Safari oder was auch immer, auf deinem Tablet. Und dann musst du da einmal auf Twitch gehen, dich anmelden und dann in deine Nachrichten gucken. Anders geht's leider nicht. Tut mir leid. Hey, du hast nicht den Heli runtergekommen bekommen. Nee, ich hab's versucht. Oh, verdammt, dieser. Okay, ich glaube, jetzt habe ich schon einen Großteil der Fragen durch. Okay, na, wir sind ja auch auf den letzten Metern jetzt quasi. Ja, und wir sind gerade bei 26 Zuschauern. Ich glaube, das ist gar nicht mal schlecht für das, was wir sonst immer so haben. Ja, dafür, dass wir nur in Anführungszeichen Blitzbegate spielen, geht's eigentlich, ne? Ja. Okay, wie findet ihr die PR39? Ich habe die heute freigeschaltet und finde die geil. Ich habe noch nicht freigeschalten. Ich habe sie auch heute freigeschalten. Video habe ich dazu schon in Planung. Sollte auch demnächst kommen. Und ich finde sie auch geil. Aber der Düsi hat es leider nicht geschafft, die Pro-Version zu bekommen. Psst, nicht spoilern. Hab's bisher noch nicht geschafft, ne. Hat man eigentlich mit Level 120 alle Fähigkeiten freigeschaltet? Also alle Abilities? Glaube irgendwie nicht. Nein, also soweit ich weiß, Level 120 macht nicht sozusagen einen God-Mode. Ja. Sondern du kriegst halt mit jedem Levelaufstieg einen Fertigkeitspunkt und musst den dementsprechend leveln. Und du kannst auch nicht komplett alle Charakterklassen voll aufleveln, wenn du 120 bist, sondern du bist quasi gezwungen, um alles freizuschalten von jeder Klasse, Events zu spielen, wo man Fertigkeitspunkte kriegt. Ganz genau. Das hätte ich auch nicht erklären können. Gut, dann Düsi, ich, dein Anführer, bei dem Trupp eine E-Mail geschrieben, aber der hat mich nicht geantwortet. Bestes Deutsch. Du schreibst nicht meinem Anführer, du schreibst einem von meinen Clan-Mitgliedern, der das übernommen hat und ich denke mal, er wird das noch bearbeiten. Die haben nämlich gerade Bewerbungsgespräche, dementsprechend kann das sein, dass das ein bisschen Delay drin ist. Ist das auf iPhone genauso mit der Nachricht? Ich denke immer davon aus, ihr geht von der Twitch-Nachricht aus. Also ich sag's jetzt einmal generell, alle Leute, die den Stream gerade über eine Twitch-App gucken,
sei egal auf welchem Gerät, Twitch-App gucken. Die können, glaube ich, in dieser Twitch-App keine Nachrichten lesen. Um die Nachrichten lesen zu können, müsst ihr mit eurem Account, den ihr habt, auf einer Google Chrome, Safari, Firefox, Internet Explorer, was auch immer ihr benutzt, auf die Webseite gehen, ne? twitch.tv, euch da anmelden und dann gibt es dort den Reiter Nachrichten. Und da seht ihr dann die Nachricht. Flo startet doch einen YouTube-Kanal. Er hat einen YouTube-Kanal und der heißt Floppy Games. Ganz genau. Ich werde ihn am besten unter das Video mit dem Livestream noch verlinken. Kannst du machen. Ich habe ihn, glaube ich, auch schon öfters verlinkt, also ja. Ja, auf dem poste ich im Moment gerade, wo ich nicht livestreame, das ist ja der erste Livestream jetzt seit, was, wie vielen Monaten? Seit 3 Monaten oder so? 3 Monate knapp, ja. Ja, und sonst poste ich da immer die Sachen aus dem Livestream, zusammengeschnitten oder komplett, wie auch immer, wie ich immer lustig bin. Aber im Moment sind es einfach nur Trailer von Gameloft. Also es ist alles Mögliche von Gameloft mit drauf, was wir so haben, plus das, was ich so im Stream mache. So. Ich bin gerade dabei zu verlinken. Mhm. Dann haben wir noch Düse, ich habe schon ein paar Fragen für das Video. Ich weiß zwar nicht für welches Video, aber klar, kannst du immer stellen. Nein, ich meinte mit dem Account kaufen mehr, dass es so viele Leute gibt, die ihre KD auf 10-0 pushen und sich immer mehr Axe erstellen. Bei Trupps ist das genauso, dass die ganze Top-Reihe, Top-20-Reihe pusht. Ja, ich denke mal, da kann man nichts gegen unternehmen, das machen sie ja in Call of Duty auch nicht anders. Ja, wie willst du das unterbinden? Ja, das ist echt schwer. Ich wüsste nicht, wie man das unterbinden soll. Man weiß ja nicht, ob das ein zweiter oder ein dritter Account ist. Genau. Man kann nur Reverse Boosting und sowas, ich weiß nicht, ob das insgesamt in MC5 auch so ist, dass das so mit Ligen funktioniert, das auf deinem Skill basiert ist. Das kann man teilweise unterbinden, wird dann COD auch gemacht, aber da kenne ich mich zu wenig aus in MC5, wie der Algorithmus dahinter ist. Genau. So, jetzt würde ich sagen, ich bin sogar Rang 7 im Moment beim Event, aber das wird wahrscheinlich nicht lange so bleiben. Wie gewinnt man denn eigentlich? Das wählt der Twitch-Bot selbstständig aus? Genau. Also, das werden wir jetzt auch mal machen. Ich werde mir jetzt erstmal ein... Ich muss einmal ganz kurz was machen, sorry. Ich habe auf Facebook gerade aus Versehen vorhin was gepostet, was ich nicht posten wollte. Weil wir ja jetzt streamen. Ich habe gerade eine Stream-Ankündigung für morgen. Alter Verwalter, du bist Level 70. Ja. Ein paar XP gegönnt, oder? Na klar. Ich habe doch Zugriff auf das Admin-Tool und da habe ich mir ein bisschen was gegönnt. Weil ich wollte ja auch meinen Charakter hochleveln. Den wollte ich ja nicht auf 0 haben, verstehst du? Von dieser Seite entfernen. Foto löschen. Okay. Super. Gut, dann haben wir das geklärt. So, jetzt machen wir mal das Gewinnspiel. Wann kommt der nächste Stream? Wahrscheinlich nächste Woche. Wenn ich es hinkriege, nächste Woche, Freitag oder Samstag. Immer so gegen Ende der Woche auf jeden Fall. Und jetzt machen wir mal das Gewinnspiel. Und zwar dürft ihr gleich was in den Chat schreiben. Erstmal muss ich kurz das Tool starten. Twitch Giveaways. Jawohl. So. War Keyword. Enter Keyword. Okay. Das Keyword, das ich mir aussuche. Und zwar das, worauf ich mich am meisten freue. Moment. Und zwar Wochenende. Sehr kreativ, ne? Also Wochenende. Wer Wochenende in den Chat schreibt, nimmt an der Verlosung teil. Und ich fand, ihr wart ganz schön aktiv. Muss mal ganz kurz raus. Mach mal. Und ich fand, sie war ganz aktiv, deswegen verlose ich mal ein paar mehr Diamanten. Ich guck mal kurz, was so eine teure Waffe hier kostet. Und dann werde ich das mal anhand daran Wochenende. Nee, ich schreibe nicht per Gmail, sondern ich schreibe bei Twitch euch eine Nachricht. Wie gesagt, ihr müsst bei der Twitch auf die Webseite gehen, nicht in die App, auf die Webseite müsst ihr gehen, euch dort mit eurem Account, den ihr habt, einloggen und dann gibt es dann links in der Leiste im Feld Nachrichten, da geht ihr rauf und da kriegt ihr meine Nachricht und dann schreibt schon mal Wochenende rein, Wochenende, 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 yay. Wer das schreibt, nimmt an der Verlosung teil. So 420. Okay, also 500 Diamanten. 500 Diamanten. Gut, dass Düsi das jetzt nicht hört. Der würde meckern, vielleicht.
Wie habe ich den? Okay. 500 Diamanten für denjenigen, der Wochenende den Chat schreibt. Ich finde, das ist gut. Wenn die Website bei dir spackt, dann musst du auch musst du das auf dem Laptop oder auf dem Desktop-PC oder sowas machen. Bye bye. Soll ich mal passen? Ja, it's okay. Have a nice weekend. Ja, ja, but it's no problem. Bye bye. Ciao. So, jetzt bin ich wieder da. Hab gerade meinem Chef Tschüss gesagt. Der geht auch ins Wochenende. Mein Chef ist Englisch? Franzose, ja. Aber Englisch ist um die Sprache im Büro, ja. Genau. Nice. Okay, also jetzt habe ich genug Zeit gelassen, um 500 Diamanten zu gewinnen, würde ich mal sagen. So, wir haben daran teilgenommen. Oh, Düsi. Ich denke, du hast genug auf deinem Account, Düsi. und zwar Düsi BS, Sleeper, Beast Quiet, Eric Nator, Erden, Explore, DG, Flori, Gods of Let's Play, LTZ Run, Kevin Gamer 1, Creepy, YouTube wahrscheinlich, und X-Real Venom ist gerade noch so am Ende dazugekommen. Und jetzt verlose ich, nicht Düsi, nee, der Eric Nator. Eric Nator, herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch, Eric Nator, mit einer 1 zwischendurch. Ich schreibe dir jetzt eine Nachricht bei Diamanten, bei Twitch. Und zwar, dass du gewonnen hast und mir deine Daten geben darfst. Und dann werde ich dir am Montag die 500 Diamanten zukommen lassen. Android oder iOS? Fragezeichen. Und dein Facebook-Account. Oder Gameloft Live Namen brauche ich dazu. Bemerke, dass der Facebook-Account natürlich auch mit dem Spiel verbunden sein muss. Ne? Also wenn das nicht gemacht ist, dann kann ich dir das auch nicht schicken. Nur mal so als Tipp. Beste Grüße. Florian. So, Send. Eric Nato, herzlichen Glückwunsch. Ich hoffe, die anderen sind nicht allzu böse, dass sie nicht gewonnen haben. Ich werde eigentlich immer, wenn ich streame, irgendwas verlosen, also auch nächste Woche dann. Wenn es denn nächste Woche ist, ich werde nichts versprechen. Wenn es nicht nächste Woche ist, ist es in 2 Wochen. Keine Angst, ich werde es wieder versuchen, regelmäßiger zu machen. Du siehst bestimmt auch wieder mal ab und zu mit dabei. Marius Gamer, iMedia Gamer. Ich guck mal, ein paar YouTuber hole ich auf jeden Fall mit ran, immer, dass ihr auch YouTuber mit im Stream habt und ein bisschen mit denen quatschen könnt, während ich mich aufs Gaming konzentriere. Und ich wünsche euch. Ich wünsche euch ein wunderbar schönes Wochenende. Bei mir scheint gerade die Sonne. Ich kann mal kurz sagen, wie schön da jetzt die. Ich guck mal sehen, ob ihr das seht. Nee, seht ihr nicht so richtig. Aber es scheint auf jeden Fall die Sonne hier rein. Pünktlich zum Wochenende, weil nämlich gerade noch die ganze Zeit geschifft hat bis zum geht nicht mehr und jetzt nicht mehr. Und deswegen werde ich jetzt rausgehen und ganz schnell nach Hause fahren zu meiner Frau und ins Wochenende starten. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Vielen Dank, Düsi, dass du mit dabei warst. Wir konnten zwar leider nicht mehr zusammen zocken. Ja, sehr gerne. Wir konnten zwar leider nicht miteinander zocken. Vielleicht kriegen wir es beim nächsten Mal hin, hoffentlich. Und ja, bleibt wie ihr seid oder so und habt ein schönes Wochenende. Haut rein.